Hier geht's dann wieder runter. So, habe ich jetzt mal blind gebaut gerade. Sollte öfter blind bauen. So, ist nicht hundertprozentig gleich, aber immerhin. Okay, da gehen wir in den Berg rein. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, das sieht gut aus. Hier ist so ein bisschen schlängelig, aber gut, das kriegen wir hin. Lalalala. Und da müssen wir wahrscheinlich eh wieder ein bisschen auseinander. Scheiße. So, das geht aber, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie wir die Abfahrten dann am besten machen. Auf jeden Fall von der Höhe her geht's jetzt. Der hat zwischendurch einfach bei der anderen Autobahn ein bisschen die Höhe gewechselt, was okay ist. So, da muss ein bisschen auseinander gehen. Hier geht's jetzt in die Kurve. Eieieiei. Warum geht das nicht tiefer? Ich hätte vielleicht vorher noch ein bisschen weiter bauen sollen, oder? So. Okay, Konzentration. Das sieht gut aus, oder? Ich denke, das kann man machen. Bestes, warum will der denn da unbedingt anfassen? Okay, hier muss ich vielleicht noch ein bisschen ändern, aber ansonsten, das sieht ja ganz komisch aus. Okay, ansonsten scheint es aber alles zu klappen und ich habe da drüben, glaube ich, keinen Dämmschutz gemacht, keinen Lärmschutz. Warum sieht das so komisch aus? So, naja. Okay, damit haben wir die Autobahn einmal quer durch die Map. Lalalala. Und sie geht hinten ein bisschen ins Industriegebiet, das wir jetzt noch ein bisschen abgrenzen müssen. Und dann sollten wir vielleicht noch eine kleine Seitenspur machen. Hier so eine kleine Seitenstraße, wo die Leute dann quasi erstmal von der Autobahn runter können, um sich dann einzuordnen, irgendwie sowas in der Richtung. Damit wir nicht zu viel davon haben. Nicht zu viel Verkehr haben am Ende. Was war hier? Ich habe vergessen, was da war. Ach, das war diese andere schäbige. Da würde ich eher von da oben, würde ich dann jetzt runtergehen. Und zwar mit einer sechsspurigen. Bett. Baumel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ist denn hier gerade. So, ne? Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie wir dann jetzt... Die lasse ich auch einfach mal oben. Und dann schauen wir mal, wie wir den dann da anknüpfen können.
Vielleicht macht man ein schönes Konstrukt, dass die dann erstmal rüber geht und sich dann so reinknotet in die Autobahn. Wäre auch schön und überhaupt nicht zweckmäßig, aber egal. Würde, glaube ich, ganz cool aussehen. Einfach nur für den Effekt. So, jetzt hat man hier nochmal die Straße, die wir anknüpfen sollten. So. Auch sechsspurig. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir die anbinden am besten. Hier haben wir noch das Ding. Ach ja, wir wollten... Ach ja, nee, doch. Ja, nee. Stimmt, hier war ja diese. Ach, das war ja diese. Na gut, die haben wir versetzt jetzt nach da hinten. Das heißt, eigentlich können wir hier komplett... So. Was für eine spannende Folge heute. Aber das muss ja auch mal sein. Wir müssen ja auch mal hier ein bisschen vor allem diese Hauptautobahn begradigen. Und ich glaube, irgendwie sieht es jetzt auch cooler aus als dieses Rumgewurschtel. Ist jetzt zwar natürlich auch wieder ein bisschen kubisch, aber das macht gar nichts. Wenn wir die Stadtteile dafür... Das hier sieht so scheiße aus. Und das hier, das muss ich auch nochmal wegmachen. Wenn wir die Stadtteile richtig machen, dann wird's schon. Ich glaube, hier wollte ich unbedingt... Das war so mein Versuch, die Straße krumm zu bauen. War mein Versuch, hier aus dem Kubischen rauszubrechen irgendwie. Sag ich kubisch? Aus dem Quadratischen. Ist ja nicht wirklich kubisch. So, dann mache ich da lieber gerade runter. Da haben wir ja auch einen gerade runter. Was ist das denn? Oh, habe ich falsch ange... Oh, die habe ich falsch angeschlossen. Ich bin so schlau. Nein! Da, ich bin wieder so schlau. Ich kann die doch einfach rumdrehen, oder? War so, ne? Genau. So, jetzt habe ich sie einfach umgedreht. Superbe. Die Eisenbahn. Die Eisenbahn gefällt mir nicht. Sie geht mir gegen den Strich, die Eisenbahn. Sie ist so krumm und schief, seitdem ich mit ihrer Schwester schlief. Was? Keine Ahnung. Oh Eisenbahn, du bist so krumm und so schief. Wir müssen dich begradigen, so wie Forrest Gump. Na, dich haben wir begradigt, mein Junge. Okay, ich mach mal wieder ein bisschen leiser. Das Gejammer kann man sich ja nicht anhören. Hier könnte ich natürlich die Küstenstraße, möchte ich natürlich weiter so fortführen. Oder hier so ein... Wir können mal so Schweinebucht machen. Die Schweinemedaillonbucht. Gleich nehmen wir Michaelbucht. Hyper. Das Ding hier mache ich platt, oder? Ich mache das gesamte Ding ja platt, weil das irgendwie scheiße ist. Ich mache es platt. Freunde, es war ein schöner Versuch, aber ganz ehrlich, er ist misslungen. Sehen wir es doch mal ein. Was ist das für Mucke? Mach ich nochmal ein bisschen leiser jetzt. Vor der Dancefloor hier. Rhythm is the dancer. It's a kind of magic. People feel it in the air. So. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht zu groß mache. So, wir haben das ganze Gebiet soeben aufgelöst. Die Straßen reißen wir raus. Das Ding, dieser Krüppel, das Krüppelding hier, da kommt da raus. Das heißt, wir erweitern bis hierhin, damit es ein bisschen gerade aussieht. Dann kommen wir da mal. Wir können immer noch ein schönes Wohngebiet draus machen, aber das hier sieht einfach aus wie Kacke. Und es funktioniert überhaupt nicht. Es ist null zweckmäßig. Es staut sich überall. Es ist ungeil. So, insofern, ich starte nochmal ganz kurz eben. Autos fahren plötzlich hier. Oh nein, ein Gebäude steht in Flammen, wo niemand hinkommt. So, wir verlieren eine Menge Commercial gleich. Es tut mir leid. Und das Ding müssen wir gleich nochmal anschließen, damit da auch Autos fahren. Genau wie wir das Ding noch anschließen müssen. Oh, der arme LKW. Fährt umsonst. Der wird gefeuert.
Der hat so viel Benzin gerade rausgehauen, das kann sich die Spedition gar nicht mehr leisten. LKW-Fahrer. LKW-Fahrer. So. Oh, was ist das denn da? Das sieht ja auch nicht so schön aus. So, dann machen wir auch nochmal, zack. Die Mülldinger können wir dann vielleicht nach da drüben umlenken. Die müssen wir ja nicht unbedingt hier haben. Und ab und zu ein paar Parkhäuser wären auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ab und zu ein paar Parkhäuser wären auch nicht schlecht. Ehrlich gesagt wären das sogar ziemlich gut. Jammer, jammer. Jammer im Sparbo. Oh, ich glaube, das Problem ist, dass ich diese Autobahn hier noch nirgends angeschlossen habe, fällt mir gerade ein. Ich stelle vielleicht nochmal auf Pause. Ich müsste sie zumindest hier unten irgendwie... Es wird lustig. Ich bin kein guter Autobahnanschließer. Es funktioniert zwar immer, aber es sieht immer scheiße aus. Er ist kein guter Autobahnanschließer. Oh Gott, ist das schlecht. Ich müsste das hier eigentlich so rum. Aber so ist natürlich, sind wir mal ehrlich, sieht eine Auffahrt natürlich scheiße aus. Da hätte man genug Platz eigentlich. Es wäre genug Platz. Es wäre genug Platz. Und die Autobahn möchte ich dann hier gerne ausklingen lassen an dem Ding, oder? Ne, wir ziehen ihn noch nach oben durch. Wir ziehen ihn noch nach oben durch. Du, das machen wir. Und dann vielleicht hier oben drüber und dann können wir eventuell hier wieder dazuschließen. Hier dazuschließen, hier. Oder vielleicht hier. Das würde auch gehen. Dann könnten wir eventuell das ganze Gedöns hier rüber verschieben. Die Autobahn hier erweitern, hier alles wegreißen so ein bisschen. Lalalala, weg, weg, weg. Und die Autobahn da hinten, oder vielleicht brauchen wir da eine Autobahn und da hinten nochmal. Vielleicht ist das sinnvoller, als wenn wir hier eine Autobahn machen und dann da noch eine. Vielleicht ist es sinnvoller, die hier verlaufen zu haben, aber dann haben wir nur Mealy Island angeschlossen. Hä? Was denn? Was sind das? Was ist denn das da links gerade? Was ist denn das da? Hä? Das sind irgendwelche Autos. Warum fliegen da Autos durch die Luft? Hä? Okay, ist bestimmt kein Bug. Ist bestimmt gewollt. Neues Feature. Alter, was wird denn hier gebaut? Schön, 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 schön. Und hier die Bürogebäude wachsen auch langsam in die Höhe. Da muss ich mal gucken, warum wachsen diese hier nicht? Warum wachsen diese da aber? Da muss ich vielleicht nochmal, ein bisschen gucken. Vielleicht wegen der Arbeitskräfte hier oben, ich weiß es nicht. Wir werden das noch eruieren. Hier, hier. Eruieren. Mm. Aha. Hier. Yeah. Eruieren geht über. Studieren, Baby. Okay, jetzt reicht's. Ich gucke ja immer noch wegen der Autobahn, ob ich die vielleicht so begradigen kann, hier durchbegradigen. Dann müsste ich hier wirklich ein Stück wegreißen, was aber nicht ganz so schlimm wäre. Jo, wir machen echt eine Radikalkur. Einfach eine Radikalkur. Sind wir mal ehrlich, die Auffahrten sahen eh scheiße aus. Das hier war eigentlich ganz cool. Kein Wunder, war ja auch nicht von uns. Aber natürlich auch ein bisschen übertrieben. Hab ich die Dinger hier gemacht? Ich glaube ja, ne? Stimmt, ich hab die... Diese Dinger hier hab ich gemacht, ne? Ja, doch. Ach ja, hier diese Scheiße. War ja nur ein Versuch. So.
sehr radikale Maßnahmen. Aber muss ja manchmal auch sein. So, seht zu, Freunde, wie ihr arbeiten geht. Und da die Autobahn direkt an die Dinger angeschlossen ist, auch so schäbig irgendwie. Das ist so, weiß ich nicht. So, Frage ist, das Kreuz hier werde ich auch neu machen müssen wahrscheinlich. Das Problem ist nur, ich habe damit natürlich null Erfahrung, wie man weiß. Es wird bestimmt genauso schön aussehen wie vorher. Bin ich fast sicher. Alter, was mache ich überhaupt? Ich bin so bescheuert. Naja, was soll's. Das Problem ist, ich sehe überhaupt nicht, wo es hier gerade sein könnte. Ich probiere mal was. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder probieren. Nein. Hoho. Du machst die gesamte Map kaputt. Selber schuld, Map. Selber schuld. Oh, ich muss auch gucken, dass ich in die richtige Richtung baue, ne? Okay, jetzt bin ich ein bisschen weiter unten. Ach so, ich kann doch jetzt hier theoretisch einfach durchbauen. Wenn das da nicht wäre. So. Boah, geil, Giannis ist das. So, die Autobahn geht jetzt relativ gerade da durch. Ich hoffe, das wird auch weiter funktionieren. Ist jetzt auch die ganze Zeit einfach eine Brücke. Okay, das mit dem... Hier sind Berge. Das sieht ein bisschen schäbig aus, das sieht ein bisschen eierig aus, aber das liegt an den Bergen, das liegt nicht an der Autobahn. So, das gleiche hier nochmal. Ach nee, das müssen wir in die andere Richtung bauen. Dann muss ich hier ein bisschen abreißen. Und hier wird leider unser Wohngebiet ein bisschen leiden müssen. Es hilft leider nichts. Vielleicht auch ganz gut so, aber dann können wir Wohngebiet hier so. Das können wir hier ein bisschen weiter strecken. Wenn wir dann ein Wohngebiet wollen. Die Autobahn wird ein bisschen lauter, glaube ich. Aber wir hatten vorher auch schon eine Autobahn. Die müsste sogar lauter gewesen sein. Die freuen sich alle. Verlieren gerade alle ihre Grundstücke, freuen sich alle. So, da muss ich. Ich mach da, glaube ich, eh neu hin, oder? Ich weiß, oder? Ich weiß es nicht. Scheiße, das ist eine U-Bahn-Station. U-Bahn-Station. Da ist es doof. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was habe ich mir hier nur vorgenommen? Oh wei, oh wei, oh wei. Naja, es hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch. Augen zu und durch. Kann mir vorstellen, die Einwohner sind gleich nicht mehr so glücklich, aber... Man darf ja nicht an allem festhalten. Was ist das für ein... Was reißt ihr denn hier weg für Gebäude? So, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das arme Wolfsburg. Kann ich eigentlich so eine Station hier versetzen? Huch, hallo, nein. Mann, was macht denn der?
Gebäude verschieben. Hier so hin vielleicht. Und dann müsst ihr natürlich auch noch die U-Bahn-Netze ein bisschen verschieben. Inner City Metro. Ach, wir haben noch verschiedene Metro-Dinger. Fällt mir gerade ein. Haben wir ja auch noch. Ich habe ein paar. Ich habe ja immer noch ein paar Mods hier und da. Wisst ihr ja vielleicht. Nein. So. Gefälle zu steil. Ich hoffe, ich kann das wieder. Ich hoffe, ich kann das einmal so wieder hinbauen. Wenn ich das so mache, ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Keine Ahnung. Ich baue erstmal eine Oberfläche weiter. Die U-Bahn müssen wir vielleicht nochmal irgendwann neu angehen. Zumal wir immer noch das Problem haben mit dem Bahnhof. Mit dem Bahnhof hier, wo genau darunter eine U-Bahn-Station liegt. Ich glaube, die überdecken sich so ein bisschen. Okay. Die Autobahn bauen wir jetzt weiter. Das heißt, die Straße kommt dann auch weg. Ach du Heilige. Das ist wirklich eine Radikalkur gerade. Da habe ich aber auch einfach zu nah an die Autobahn gebaut, sind wir mal ehrlich. Ich könnte jetzt natürlich geschwungen nach oben. Ich könnte jetzt mit dem Schwung dann nach oben anschließen. Das würde gehen, aber es würde, glaube ich, eher scheiße aussehen. Hätte ich theoretisch auch hier machen können, hätte ich unten am See mehr Platz zum Bauen. Am geilsten wäre es natürlich gewesen, wenn diese Autobahn hier besser reinkommen würde. Wenn die weiter oben reinkommen würde oder so, aber dann hätten wir ja trotzdem neu bauen müssen. Hier wären wir direkt am See entlang und dann hätten wir hier... Wenn wir hier überall dran geklitscht. Was auch nicht schlimm wäre, weil das sieht hier eh ein bisschen eierig aus. So, ist das jetzt gerade? Oh, hör mal auf, das anzuknipsen. Ich mach mal Folgendes. Das nervt mich hier gerade ein bisschen. Er versucht es immer da irgendwo anzuschließen und das will ich nicht. Ich weiß nicht, ob es an den Straßen liegt. Jo, es lag an den Straßen. Und an den Häusern. Es tut mir leid. Müssen wir die U-Bahn-Station doch wieder verschieben. Scheiße. Naja, ich glaube, da oben können wir so ein bisschen neu machen. Jetzt geht die Bahn da lang. Obwohl, das passt eigentlich mit der Autobahn und so. Da haben wir oben so ein bisschen Verkehrsauslagerung. Hier können wir tatsächlich noch ein bisschen Wohnhäuser reinkippen. Ich weiß nicht genau, ob wir... Vielleicht sollten wir hier so einen Grüngürtel lassen. Wie immer der Grüngürtel. Ich weiß, ich weiß. Aber einfach nur, damit das so ein bisschen geräuschgedämmt wird. Vielleicht sollten wir da einfach so ein bisschen was wegnehmen. Und hier unten sollten wir so ein bisschen neu die Straßen neu anordnen. Müssen wir mal schauen. Das hier zum Beispiel macht gar keinen Sinn mehr. Da machen wir dann lieber so Längsstraßen überall. So längs, 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 längs. Haben wir so ein paar kleine Wohnblöckchen. Sind in der Nähe der Autobahn. Sind nicht mehr ganz diese Assi-Viertel wie vorher. Wie sie so schön heißen eben. Und ansonsten... Wow, minus 17.000 verdienen wir gerade. Gut, aber es liegt natürlich daran, dass wir jetzt momentan viel bauen. Was ist denn hier los? Achso, das ist ja Strom. Strom brauchen wir da hinten natürlich trotzdem, den darf ich nicht vergessen.
So. So. Sieht nicht ganz so hübsch aus, aber naja, es funktioniert bestimmt. Hier haben wir dann diese komischen Querverbindungen, die können wir immer noch machen. Achso, uns fehlt ja noch eine Autobahnspur. Vielleicht warte ich erstmal mit der Querverbindung. Ich habe Angst. Ich habe Angst hier vor. Ich will das nicht machen. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Hier unten brauche ich übrigens keine Commercial-Gebäude mehr. Die machen wir dann lieber hier oben. Dann machen wir hier so ein bisschen Commercial, Low-Commercial. Und zwar, damit wir da so ein bisschen Dämmschutz haben. Lärmdämmschutz. High-Commercial macht zu viel Lärm. Deswegen... Nee. Ja. Ich will das nicht machen. Das hier könnte schon wieder passen gerade. Fällt mir gerade auf. Was soll's? Es hilft nichts. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das wird total scheiße und hässlich. Ich weiß es doch jetzt schon. Mein unerschütterliches Selbstbewusstsein. So. Okay, dann gucken wir mal, wie das da... Hey! Na, sieh mal einen an. Das sieht ja... Also das kann man... Also da passt es ja dann wieder super. Geht da dann ein bisschen von schräg nach quer. Und da dann einfach gerade über die Map. Es sieht jetzt auf jeden Fall wesentlich besser aus. Es tut mir leid, es war vorher einfach so ein Knäuel, so eine Verwurstelung. Es sieht immer noch sehr ordentlich aus. Das hier unten kommt weg, da freue ich mich drauf. Aber schon so ein bisschen Abwechslung sieht man hier. Also ein bisschen Abwechslung sieht man, aber trotzdem muss noch ein bisschen Ordnung rein. Also eine Autobahn, die einfach so irgendwie durch Landschaft geht, ist immer so, ja. Wahrscheinlich normal. Ist einfach normal. Wer will denn was Normales haben? Okay, ich guck mal ganz kurz, wie viel Spalt braucht er? Ein Finger muss dazwischen passen. Ein einziger Finger. Vielleicht kann ich das von hier mal probieren. Wenn ich jetzt den hier nehme. Nein. Das sollte ja eigentlich reichen. Naja, die andere Autobahn können wir vielleicht noch ein bisschen hübscher machen, aber egal. Huch. So, ein Finger. So. Hier scheint die tatsächlich sich wieder ein bisschen zu wandeln. Hey, der U-Bahn-Tunnel. So, mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Hallo? Warum geht das nicht? Dieser Ort ist bereits... Sag mir nicht, dass ich wieder unterschiedliche Höhennähe. Hä? Warum geht das hier nicht? Dieser Ort ist bereits belegt mit der oberen? Warum? Nein, nein, der hat da so ein Dingens. Ah, genau da hat er einen Stelzen. Okay, leider muss ich dann diese Autobahn mal ganz kurz wegballern. Probleme über Probleme. Was macht der denn da? So, sieht aus wie... Das sieht sogar aus wie gekonnt. Nicht nur wie gewollt, sondern das sieht wirklich aus wie... Also kann man sagen, ist gut. Ist gut, ist gut. Jetzt noch hier so ein bisschen
Naja, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen hier. Nein! So, ich denke, das geht klar. Und jetzt kommen wir... Oh Gott, schon die zweite Folge, die ich das mache. Ey, das ist mir echt leid. Aber es muss gemacht werden. Es hilft ja nichts. Da sieht ja gut aus. Vielleicht das Stück weg. Das Stück weg. Scheiße.